Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Wir haben in der letzten Folge leider versagt am Ende und haben nicht den weißen Ork vernichten können. Ich habe jetzt ein bisschen vorgespielt, ich habe die zwei kleinen Vorvölker hier nochmal vernichtet, habe jetzt hier gespeichert. Falls nochmal was schief läuft, müssen wir nicht alles neu machen. Und jetzt geht's ab in den Kampf. Wir rennen hier direkt mal wieder rein. Wir versuchen jetzt mal direkt die ganze Front wieder zu öffnen. Jetzt geht das wieder los. Jetzt kommen die Heere wieder nach. Wir müssen schnell versuchen, hier irgendwie durchzumarschieren. Versuchen wir mal, uns eher ein bisschen zu zusammenstellen. Auf allen Seiten zusammen. Damit wir mehr Division mittig haben. Um die Front besser zu verteidigen, vor allem und auch sie dementsprechend zu demolieren, wie jetzt hier zum Beispiel. Ich setze jetzt hier wieder die Division ein. Dann brauche ich einmal Tore. Kämpfst du mal hinten an der Front, bitte? Das ist aber nicht die Schlacht um Erebor, Jungs! Was ist das? Ich bin verletzt! Oh, fuck. Jetzt sehen wir, wer übrig bleibt. Kill these off before they overrun us! Fuck. Wir müssen die unseren schützen. Ach ja, nein. Oh, fuck. Wir fehlen zwei. Ich hätte sie fast gehabt. Objective complete. Heißt geschafft? Ohne dass er stirbt. Ja, okay, nice. Bedeutet, es geht da wieder weiter. Jetzt muss ich dann nur schauen, dass das mit dem Heilen und alles klappt, sodass die Mission dementsprechend funktioniert. Weil mein einer Held hat dezent fast kein Leben mehr. Das könnte problematisch werden. Niemand versteckt sich vor einem. Nein! Genau das wollte ich verhindern! Die Banner sind verfetzt. Und die Gefallenen bedecken das Land. Ist gut. Oh, ich hätte die Helden mehr schützen sollen die ganze Zeit. Aber ich habe gedacht, ich habe den mitgeheilt. Ich hätte die zusammenziehen müssen und dann heilen, weil dann jetzt eher mehr Sinn ergeben. Oh, fuck. Load. Special M isn't. Load the shit. Das sind noch die ganzen Teile von meinen Loot-Aktionen. Okay. Nochmal das Ganze von vorne. Das schaffen wir. Der Divisionsteil geht bitte auf die Seite, um die Front zu öffnen. Komm, haut hier schön durch und lasst uns die Front eröffnen. Dann ziehen wir die Division nach hinten. Komm, du auch. Bevor hier irgendwas schief läuft, alle zusammenziehen. Alle Divisionen zusammenziehen. Jetzt kommen nicht wieder Divisionen nach und je mehr wir zusammengezogen sind, desto größer wird die Fläche, wo der Feind ist. Und dementsprechend kann ich mit Spezialmissanzeigen mehr anrichten, wie hier jetzt zum Beispiel. Rein, bevor irgendwas schief läuft. Alle in diese kleine Kugel. Man verliert zwar schnell die Übersicht, aber das ist gleich gar nicht doof. So.
wieder zurück in die Divisionsgruppe. Wir hätten hier irgendwie... Ah, warte mal, du kannst mal... Tu die alle mal hoch. Wechselt mal die Division, die dann davon stehen. Ja! So wollte ich das, geil. Wo ist denn die Heil? Trolls, kill these! Wo sind sie denn? Hallo! Er ist wieder so low health. Oh, das ist eklig! Ich halte mir jetzt die Blume auf. Da ist er. Alle Helden zurück in die Mitte. Und dann heilen, sobald wir die Möglichkeit haben. Okay. Das wird jetzt wieder eine sehr spannende Sache. Bin echt... Ich will das schaffen. Von früher habe ich das immer geschafft. Also ich bin irgendwie schlechter geworden. Okay, alle Helden drauf. Alle Helden heilen. Jetzt ziehst du dich zurück und die tun sich da draufsetzen. Damit er sich jetzt heilen kann. Baruch Kazad! Was macht er denn jetzt? Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Der heilt sich auch wieder, das ist natürlich noch uncooler. Oh fuck. Den hat er diesmal im Blick gehabt, okay. Komm, jetzt halt. Also bis jetzt schaut es gut aus. Wir speichern hier jetzt direkt. Safe. Spezialmission 2 nennen wir das jetzt einfach. Einfach falls, was ich habe nicht letztes Mal gespeichert, dann habe ich genau an dem Punkt gespeichert, wo alles schief gelaufen ist und habe ich nochmal alles von vorne durchspielen wollen. Deswegen mehr Save Points. Wir haben das eh früher auch gemacht. Die sind aber lustiger, sind nicht mehr kompatibel, ne? Obwohl die Mission da gleich geblieben ist. Sie haben irgendwas verändert, dass diese Missionenteile hier nicht mehr funktionieren würde. Ich kriege immer einen Fehler, sobald ich versuche zu laden. Let's go. Come on, move! Why do you come to the gates of a king under the mountain? You want to be a hard man? Zwing dieses Pack in die Knie. Das war's. Ich bin verwundet. Vorwärts. Hold on! I'm afraid. Ja! Our business is no concern of elves. Clean. I am on fly. Ich kämpfe an eurer Seite. Schnell jetzt! Zieht euch alles hin. Wie soll ich denn das cleanen? Das wird ja...
Kann mir hierbei jemand helfen? Stand down! Wie lange warten wir denn noch? Also der Plan war nicht, dass meine Helden sterben, weil sie in der Front... Ah! Sind zerfetzt und die Gefallenen bedecken das dahin Land. Hätte ich sie alle hinstellen sollen und dann... Naja, wir haben an einem guten Punkt gespeichert, finde ich. Und wir hätten dann alles einfach ändern müssen. Andere Angehensweise. Okay. Ah, come on. Das ist aber auch unfair, dann hast du fast keine Einheit mehr und du musst das Battlefield noch cleanen. Was ist das denn? Wie soll ich denn das sauber kriegen? Ob der Ding seinen Schrei hat, wo er alle wieder verjagt, dann kriege ich die Stelle vor ihm frei. Und dann können sich meine Einheiten zurückziehen. Something's coming! Meine Geduld ist am Ende. Ich bin dabei. How bad am I? Let's roll, Mutter Zwerge! Ich muss jetzt nicht umentscheiden. Meine Axt wird schwerer. Wie lange warten wir denn noch? Okay. Ich bin hier. Helden, die halb tot sind, kommen zurück. Hey, no touch in the helmet. Meine Axt ist hungrig. Business is more concerned with elves. Zwerge! Dieser Zwerg ist bereit. Alter, das ist ja richtig heftig. Jetzt wird gekämpft. Alle zum Eingang, komm. Business is no concern of elves. Und jetzt nach da unten? Wie lange warten wir denn noch? Obwohl, du kannst aber dein Heavy Jump hier machen, bitte. Seid frohen Mutes, Zwerge. Stand da. Was macht er jetzt wie? Ich bin hier. Wo sind die Kerle? An eure Waffen! Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Zurück zu... Fuck! Die freien Völker sind in den Schatten gestürzt. Das mit den Helden ist echt kacke teilweise. Aber wir waren gut. Wir waren gut. Alles zurückziehen und versuchen, diesen einen Punkt zu nutzen, wo wir stehen. Wir müssen sie bloß besser heilen. Bedeutet direkt am Anfang alles zurückziehen, was wir haben. Ach, leck mich doch. Aber wir hatten jetzt echt viel Glück am Ende. Also, viel Glück. Profimäßig. Aber... Ah. Es hätte besser laufen können. Es hätte um einiges besser laufen können. Scheiße. Voll da drauf jetzt. Was für ein hässliches Pack. Steht mir bei, meine bärtigen Freunde. Hold on! Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Stand down! Wir müssen die Helden direkt an alle mal heilen. Auf ins Getümmel! Schließt auf, schnell! What do you need? Ich glaube, ich muss trotzdem. Our business is no concern of elves. Ich verliere langsam die Geduld. I do not believe we have met. Matrix
Meine Geduld ist am Ende. Komm, heile mal alle. Barut Kasat! Ich verliere langsam die Geduld. Sind sie nicht voll auf den Aggro auf einmal? Kann mir hier mal jemand helfen? Ich bin gleich fertig. Da lehnst du dich auch mal zurück. Barut Kasat! Alter, was kommt da noch alles an? Die Front. Komm schon! Zieht er sich mal zurück? Alter, er hat halt echt null Leben. Business is no concerns of elf. Meine Geduld ist am Ende. Nicht nur deine, meine auch. Komm schon, cleart das ganze Ding hier. Alter, es hat funktioniert. What the fuck, Alter? Bis zur letzten Division, ja, lächelt. Alter! We have littered the valley with their dead. We have victory. Come, Kazakhdun, it's done. The king is dead and our army is near spent. If this victor, then our hands are... Through the shadow of the gate, there's the darkness of Moria. We wait so still. The world must change in somehow or other fall. Was? It will be years before we get another chance. Ah, er läuft jetzt rein und damit geht die Story in Herr der Ringe über, wo wir dann seine Leiche finden und sein Grab. With these final words, he entered Moria, never to be seen again. Victorious! Alter, das war der pure Horror. Huh, aber wir haben es geschafft, Leute. Es war anstrengend, aber lustig. Es hat viele neue Taktiken aufgebracht, mit den Helden vor allem rückziehen und alles. Also eigentlich nichts Neues, aber es war ein bisschen herausfordernder, weil du viele Helden wie immer gleichzeitig kontrollieren musstest. Und wenn du einen aus dem Blick verlierst zu lange, ist es einfach over. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Ich schaue mal, ob wir nächste Woche wieder Schlacht im Mittelalter machen oder mal zur Abwechslung was anderes. Ich habe hier mittlerweile Crusader Kings 3 auf dem Rechner, DayZ, Call of Duty Black Ops, Cold War, War Thunder. Zweimal lustigerweise War Thunder am Bildschirm. Ich weiß nicht wieso. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.